Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zuerst einmal will ich mich als Ihre Gesundheitsministerin ganz herzlich bedanken dafür, dass wir diese Diskussion führen. Dass wir diese Diskussion heute führen, wie in vielen anderen Sonderplenartagen auch. Und Herr Lafontaine, ich habe Ihnen sehr genau zugehört und sage auch Ihnen Dank dafür, dass Sie sagen, muss erlaubt sein, dass die Wissenschaft kontrovers diskutiert, die Politik aber auch. Nur so können wir weiter gute Ideen haben und so können wir auch von Seiten der Landesregierungen und der Bundesregierung auch Unterstützung erfahren. Sie haben weiterhin gesagt, Ältere, können wir nicht mal darüber reden, wie das in Dänemark in etwa aussieht und ist es überhaupt, so habe ich Sie zumindest verstanden, richtig und sinnvoll ist vielleicht der falsche Ausdruck, dass man ältere Menschen, gebrechliche Menschen noch impft. Und ich sage Ihnen, wenn diese Menschen das wollen oder wenn sie selbst keine Sprache mehr haben und ihre Angehörigen das wollen, ist es deren Recht. Und deshalb werden wir das auch weiter tun. Also gleichzeitig, was Sie auch gefordert haben, der Schutz der Älteren. Aber Sie haben einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, der heute Morgen noch nicht angesprochen wurde. Nämlich Sie haben gesagt, sehr geehrter Herr Lafontaine, wir dürfen nicht nur an den Impfstoff denken, wir brauchen Medikamente. Das ist richtig. Sie brauchen gar nicht weit zu gehen. Bleiben Sie im Saarland. Bleiben Sie im Saarland und gehen Sie gar nicht weit von hier weg. Und ich glaube, mir erlauben zu können, weil die Unterlagen auf meinem Tisch seit heute Morgen liegen, gehen Sie mal zu Ursa-Farm. Sie werden bei Ursa-Farm feststellen, dass man dort kurz vor der Zulassung steht, ein Medikament, ein Nasenspray, ein Augenspray entwickelt zu haben, das im Moment nicht nur von der Forschung begrüßt wird, sondern an der Universität in Köln und auch im Bundesgesundheitsministerium vorliegt, um sehr schnell auch dieses Medikament zuzulassen, um bei Kindern, liebe Christine Streichert-Niveau, in der Schule, aber auch bei älteren Menschen und in der Bevölkerung mit diesem Nasenspray etwas entwickelt zu haben, was diesen Virus auch letztendlich nicht heilt, aber vielleicht auch entfernt und nicht zulässt in unseren Körper. Und das Gleiche, da ist man ein Stück weiter entfernt mit diesem Augenspray. Also, die Wissenschaft ist dran. Die Unternehmen in der Pharmaindustrie schlafen nicht, sondern sie entwickeln und sie versuchen auch diese Medikamente auf den Markt zu bringen, auch in unserem Saarland. Der nächste Punkt, die Antikörperstudie. Ja, es war richtig, dass der Ministerpräsident gesagt hat, Frau Professor Smola, wir gehen mit Ihnen den Weg der Antikörperstudie und das Ergebnis ist deshalb so exzellent geworden, weil es genau zum richtigen Zeitpunkt war. Das war natürlich Glück. Das war Glück, dass wir genau diese Antikörperstudie zu dem Zeitpunkt gemacht haben, als die erste Welle zu Ende ging und wir die Erkenntnisse auch von der Virologie und von der Wissenschaft auch vorlegen hatten. Und Herr Heckler, normalerweise hätte ich mir nicht so viel Mühe gemacht, aber ich sage Ihnen nur einen Satz zu Ihrer Rede. Schauen Sie sich doch bitte die Veröffentlichungen richtig an. Und Sie werden feststellen, dass das RKI, das Sie ja immer benutzen, um Ihre Argumentation zu füttern, feststellt, dass nicht die älteren Menschen diejenigen sind, die nur versterben, sondern auch die von 39 bis 65. Und das sind Zahlen, die man sich anschauen muss. Da schütteln Sie nicht den Kopf, lesen Sie es richtig und dann können Sie das auch sehen. Leider Gottes. Und ich sage dazu, jeder, der stirbt, ob jung oder alt, an diesem Virus ist einer zu viel. Und deshalb arbeiten wir. Und der nächste Punkt, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Kommerson hat es angesprochen. Ja. Wir werden die Menschen auch nicht vergessen, die in diesem Land leben, die nicht so viel Geld haben und die nicht diese Masken tragen können. Ich komme noch dazu, wo wir Sie alle jetzt bitte aufzurufen, im Bus und in anderen Stellen. Sondern wir werden am Montag die Armutsbeirat einladen. Ich habe heute Morgen eingeladen, Dr. Jung nickt und der Theobald hat das auch schon bekommen. Also die Fraktionen sind mit dabei. Und wir werden dann diskutieren mit den Wohlfahrtsverbänden, mit den Kirchen, mit allen, die im Armutsbeirat dabei sind. Wie gehen wir weiter vor? Und da sind die Ministerien dabei.
nicht nur die Monika Bachmann, sondern wir sind alle interministeriell verbunden, um den Menschen im Saarland zu helfen. Und da spielt der Geldbeutel überhaupt keine Rolle. Wenn wir eine Maske fordern, muss derjenige, der sie nicht bezahlen kann, auch von uns eine Maske bekommen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein bisschen Hoffnung. Die Impfungen sind hervorragend angelaufen. Leider nicht so viel, wie wir eigentlich impfen wollen und wie wir die Kapazität auch hätten zu impfen. Aber es zeigt langfristig einen Ausweg aus dieser Pandemie. Und wir haben sinkende Zahlen, die Gesundheitsämter uns vorliegen. Und trotzdem sind wir in einer schwierigen Situation. Deshalb, weil die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger um uns herum Sorgen haben. Sorgen haben zu verstehen, warum denn jetzt, wo die Zahlen nach unten geht, diese verschärften Maßnahmen. Der Ministerpräsident hat alles angesprochen. Ich will auch nichts wiederholen. Ich sage Ihnen aber auch, um diesen Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern, brauchen wir genau diese Masken. Und deshalb haben wir gesagt, im öffentlichen Nahverkehr, in Bahnhöfen, Flughäfen, Haltestellen, in Wartebereichen, während des Aufenthalts auf Wochenmärkten, in Geschäften, in Wartebereiche, wenn man in Schlangen steht und wartet irgendwo, auf Parkplätzen, in Gottesdiensten, in Krankenhäusern, in Reha-Kliniken und Arztpraxen, ja, da brauchen wir diese Masken. Wir bitten auch ganz herzlich, diese Masken zu tragen und nicht wie andere in Städten jetzt schon rumzulaufen und in die Briefkästen Flyer reinzulegen, dass das alles Quatsch ist, was wir hier machen. Das müssen wir unterbinden, da müssen wir zusammenstehen und müssen sagen, wir können nur diesen Virus bekämpfen und wir können nur in eine bessere Zukunft gehen, wenn wir alle zusammenhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will noch einmal kurz auf die Pflegeheime zurückkommen. Ich kann Ihnen sagen, was die Männer und Frauen in den Pflegeheimen zurzeit leisten, das können wir uns alle nur erahnen. Das ist großartig. Das ist großartig, wie man diesen älteren Menschen hilft. Ich rede nicht nur vom Sterbeprozess. Ich rede jetzt von denjenigen, die dort sind, die keinen Besuch empfangen dürfen. Ich rede von denen, die getrennt werden von anderen in den Einrichtungen, weil nicht so viele in einem Raum sein müssen. Der Pastor kommt nicht mehr rein, weil keine Gottesdienste stattfinden sollen und vieles andere mehr. Ich kann Ihnen sagen, ich weiß, dass Herr Lafontaine, Sie das Dankeswort nicht gerne hören, aber jetzt erwarte ich, dass wir alle klatschen für die Menschen, die tagtäglich, obwohl sie daheim Familie haben, obwohl sie selbst noch pflegen zu Hause, obwohl sie kleine Kinder haben, obwohl sie die Sorgen haben, wie kriege ich mein Kind unter, täglich dorthin gehen und täglich den älteren Menschen das Leben etwas erleichtern. Dankeschön. Wir haben bislang, um noch ganz kurz auf die Impfungen zurückzukommen, im Saarland etwa 19.000 Personen geimpft. Davon sind bei den Erstimpfungen 16.500. Und anders wie gestern Abend unter Facebook gelaufen, dass null dort steht bei der Zweitimpfung. Nein, wir haben Zweitimpfungen. Die sind gut gelaufen. Ich könnte sie Ihnen alle aufzählen, weil ich täglich auch mir das anschaue. Wir haben schon fast 2.500 Leuten die Zweitimpfung gegeben. Und das ist auch gut so und deshalb ist das alles ohne, und das darf man auch mal sagen, ohne Zwischenfall verlaufen. Es gab keine allergische Reaktion. Wir haben das alles wirklich so hingekriegt und aus dem Grund ist es gut so, dass bereits gestern Abend, heute Morgen geht es ja schon weiter, von 149 alten Einrichtungen 96 geimpft waren. Und viele davon, einige davon, nicht viele, zum zweiten Mal schon. Die Zweitimpfung, auch das wird ja draußen diskutiert. Brauchen wir die überhaupt? Wenn wir schon weniger Impfstoff haben, können wir uns die nicht sparen? Nein, das können wir nicht. Wir haben nur die absolute Sicherheit dann, und das sagen uns die Wissenschaftler, das sagen uns die Virologen, die sagen uns, nein, wir müssen das zweite Mal impfen, dass diese Menschen auch wirklich diesen Impfschuss haben. Und dafür tun wir alles. Und dafür haben wir auch Impfstoff. Wir haben Impfstoff. Es ist keine einzige, obwohl wir weniger Impfstoff bekommen, keine einzige Zweitimpfung in Gefahr, weil wir den Impfstoff aufgehoben haben.
Wir haben 50% zurückgelegt und aus dem Grund ist das überhaupt nicht in der Gefahr drin. Wir werden auch alle Termine einhalten. Alle, die jetzt Bescheid haben, dass sie einen Termin in den Impfzentren in den drei haben, bekommen ihren Termin. Es werden auch alle Ärzte und Pfleger, die in den Krankenhäusern arbeiten, die einen Termin haben, weil wir in die 7 Krankenhäuser mit dem Schwerpunkt Covid diesen Impfstoff reingegeben haben, werden geimpft. Kein einziger Termin ist ausgefallen. Das Einzige, was nicht ausgefallen ist, sondern lediglich verschoben wurde, waren Zusatztermine, weil wir zu einem Zeitpunkt gewusst haben, wir haben ja aus dieser Dose, wenn ich es mal so sagen darf, anstatt fünf, sechs Impfungen zu verimpfen, hatten wir plötzlich ein kleines wenig Luft. Und da haben wir die Landesregierung gesagt, wir heben doch nichts auf, sondern wir machen Zusatztermine in den Krankenhäusern, damit die Ärzte, damit diese Pfleger und Krankenschwestern auch geimpft werden, die bei den Menschen am Bett stehen, wenn sie letztendlich auch positiv getestet sind und einen schweren Verlauf haben. Und nur die haben wir verschoben. Die haben wir verschoben, weil einfach die Situation schwierig war und wir nicht genau wissen, der MP hat es schon gesagt, wie viel Impfstoff in den nächsten Wochen kommt. Aber ausfallen tut keiner, weil wir ordentlich gearbeitet haben, sorgfältig gearbeitet haben und nicht wie andere Bundesländer den Impfstoff alles verimpft haben und jetzt halt einfach keinen Rückhalt mehr haben. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf das Buchungssystem eingehen. Ja, wir haben viel Schläge bekommen. Herr Lafontaine, wenn Sie meinen, ich soll Danke sagen, dann mache ich das. Es haben viele gesagt, hört auf mit diesem Windhundverfahren. Wir haben es doch gemacht. Deshalb sage ich, kontrovers diskutieren, gute Ideen haben. Das kann man doch machen, Herr Lafontaine, hören Sie mir zu. Dann erwarte ich aber auch, dass Sie nicht sagen, die Leute hängen 3 Stunden in der Leitung, sondern ich hätte heute Morgen erwartet, dass Sie sagen, Frau Ministerin, das haben Sie gut gemacht. Die Leute haben jetzt 20 Sekunden und dann sind sie drin in der Leitung. Und das bei über 40.000 Buchungen. Das ist gut und deshalb ist es gut, wenn wir miteinander reden in der Politik und wenn wir neue Ideen haben. Und deshalb will ich an der Stelle sagen, ich gebe Ihnen ja recht, wenn Sie sagen, warum machen wir keinen runden Tisch? Herr Lafontaine, ich kann es Ihnen sagen, ich habe keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit, noch runde Tische einzuladen. Die Zeit fehlt und wir können nicht langfristig, wie Sie es vorgegeben haben, Planungen machen, weil jeden Tag etwas anderes ist. Jeden Tag, vom Impfstoff angefangen bis hin zu den Buchungen und dann auch denjenigen, die in den Einrichtungen letztendlich geimpft werden. Also im Rahmen der Impfungen sind wir auf die Verlässlichkeit der Produzenten abhängig. Und aus dem Grund will ich gar nicht spekulieren, was kommt und welcher Stoff kommt. Wir wissen, dass wir jetzt auch mit Moderna schon im Saarland verimpfen können. Wir werden Ende Februar, Anfang März, der Ministerpräsident hat schon gesagt, ein 4. Impfzentrum eröffnen in Lebach. Und die Schlagzeile, die jetzt aus März, ich war dann auch, sind, die uns erreichen. Ich habe da großes Verständnis für, wenn man sagt, warum ist dort kein Impfzentrum? Ich will mal einen Vergleich bringen. In Berlin sind 6 Impfzentren. Mit einer doppelt so großen Bevölkerung, die dorthin geht. Wir haben das beschlossen mit den Landrätinnen und Landräten. Das war kein Beschluss der Ministerin oder sonst irgendjemand. Also Wünsche kann man gerne haben, sie müssen nur umsetzbar sein. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ja, wir sind dankbar und froh, dass die Bundeswehr uns nicht nur im Testzentrum zur Verfügung steht, sondern auch bei der Impfung. Dazu braucht man aber nicht irgendeinen Soldat, wie in der Bevölkerung auch, sondern den Sanitätsdienst. Und diejenigen, die jetzt unterwegs sind, wissen ja auch, dass die Bundeswehr nicht erst jetzt da ist, sondern schon seit vielen, vielen Wochen in unseren Zentren und dort eine hervorragende Arbeit macht. Und die Landrätinnen und Landräte haben jetzt berechnet, dass sie 140 zusätzliche Männer und Frauen der Bundeswehr brauchen. Das sind wir am Prüfen. Darauf lassen wir uns ein in diese Diskussion. Und dort, wo wir was machen können, um diesem Virus die Stirn zu zeigen, machen wir das. Also,
Danke für die gute Zusammenarbeit, von der Maske angefangen bis zur Impfung. Die Zahlen gehen runter und wir wollen sie, so wie der Ministerpräsident es gesagt hat, sehen bei 50 und am besten noch drunter, dass wir endlich wieder gemeinsam vom Gottesdienst bis zur Kulturveranstaltung miteinander feiern können. Ich danke Ihnen für die gute Arbeit, die Sie mit uns gemeinsam machen. Weiter so und vielen Dank.